Eile mit Weile. Die Stangen müssen höher. Ja, los ist gut. Da ist ja ganz schön was los im Dorf heute. Das ist doch immer so, wenn wir von unserer großen Reise zurückkommen. Mhm. Wir haben den Winter im Süden verbracht. Jetzt muss unser Stamm die Tipis wieder aufstellen, in denen wir im Sommer wohnen. Bis später, kleiner Donner. Hier, die Fische sind für dich. Danke, Yakari. Die werden uns stärken für den Aufbau unseres Lagers. Yakari, wusstest du das schon? Hm? Bei den Siuk sind die Frauen zuständig für den Aufbau der Tipis. Und dass sie auch stabil sind, ist ihre Verantwortung. Ja, sehr gut. Erst die Stangen aufstellen und dann gleichmäßig ausbreiten. Hey! Vorsicht, Fettauge! So nicht, Fettauge. Such dir ein fertiges Tipi für den Mittagsschlaf. Wir helfen ihm. Steck die anderen Stangen zwischen die ersten drei. Und jetzt das Leder. Kommt, ihr könnt uns auch helfen, die Stangen abzudecken, Kinder. Ach, das ist doch überflüssig. Ein Jäger schläft draußen unter den Sternen. Ich danke euch, Kinder. Wirklich gelungen. Wir sehen uns dann nachher. Ich soll noch meinen Eltern helfen. 4, 5, 6, 7, 8. Ich helfe euch. Ich weiß jetzt, wie man ein Tipi aufbaut. Leider können wir unseres so aber nicht aufbauen. Diese Holzstangen lassen sich nicht aufstellen. Sie sind auf der Reise zerbrochen. Es geht mehreren Familien wie euch, kühner Blick. Wir werden nicht umhinkommen, jemanden zu beauftragen, entsprechendes Holz dafür zu besorgen. Ich mache mich sofort auf den Weg. Wie viele brauchen wir? Oh, ich schätze deine große Hilfsbereitschaft sehr, Yakari. Jedoch, das richtige Holz für die Tipi-Stangen zu finden und sie zu schnitzen, ist nicht leicht. Nur ein wahrer Kenner aller Hölzer ist in der Lage, das auch zu leisten. Und der erfahrenste bei uns ist nun mal... Müder Krieger, wirklich? Mhm. Müder Krieger. Von uns allen bist du derjenige, der die Bäume am besten kennt. Der Stamm zählt auf dich. Du hast unser Vertrauen. Gut, alles klar. Vater, darf ich Müder Krieger begleiten? Gute Idee, mein Sohn. Es gibt vieles zu lernen von Müder Krieger. Sag mal, müder Krieger, bewegt sich dein Pferd immer so langsam? Ivo, manchmal nimmt es Tempo raus. Na, immerhin hat man so genug Zeit, sich die Natur genau anzusehen. Ja, genau. Übertriebene Eile ist der Feind der Weisheit. Welches Holz willst du für die Tipi-Stangen verwenden? Welches ist das allerbeste? Birkenholz, das wächst gerade hoch und lang und das Schnitzen geht auch sehr schnell. Hast du gerade schnell gesagt? Und wo finden wir Birken in der richtigen Größe? Im Tal der Riesen natürlich. Wo denn sonst? Da sind wir ja auch schon. Das ging jetzt aber wirklich schnell. Na klar, lass uns das Holz suchen, bevor es dunkel wird. Lieber morgen, Yakari. Lieber morgen. Ich wittere ein Tier und keines, das es gut meint, sagt sein Geruch. Wir sollten hier verschwinden. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Knickohr. Tja, dann gehe ich jetzt noch eine kleine Runde mit Knickohr. Das wird uns gut tun, bevor wir schlafen gehen. Die Fährte von einem Bären war zu sehen. Ich bin ganz vorsichtig. Lauf ja nicht zu weit weg. Ruht euch aus, Freunde. Morgen werdet ihr uns helfen, die Tipi-Stangen ins Lager zu tragen. Es ist ein Bär, Yakari, ein Bär. Ich gehe sowieso nicht gerne weit vom Lager weg und die Bären mögen es nicht, wenn man in ihr Revier eindringt. Mach dir keine Sorgen, Knickohr. Müder Krieger hatte recht, dieser Platz ist wirklich ideal. Ein richtiger Birkenwald ist das hier. Nanu? Ja, an solchen Stämmen reiben sich Bären gern.
Der Spaziergang hat lang genug gedauert. Gehen wir lieber zurück zum Lagerplatz. Du hast recht. Gehen wir zurück. Ich heiße Yakari. Ich bin der Freund aller Tiere. Bitte, sei nicht so. Ich hab nicht gedacht, dass du so schwer bist, Knickohr. Hör zu, mein Kleiner. Hab keine Angst. Ich bring dich in Sicherheit. Mein armer Kleiner. Es ist nur eure Schuld, dass er so schreckliche Angst hat. Nein. Komm meinen Freunden ja nicht zu nahe, Bär. Wie viele Eindringlinge gibt es hier eigentlich? Schnell, lass uns abhauen. Warte, lass mich das versuchen, Bär. Ich bin leichter als du. Ich kann da hochklettern und dein Junges retten. Du willst was? Hab keine Angst, Bärenjunges. Ich heiße Yakari und will dir helfen. Halt durch! Hä? Du sprichst meine Sprache, Yakari? Kletter auf meinen Rücken und halt dich gut an den Schultern fest. Genau. Fast geschafft. Danke. Komm her, mein Schatz. Danke, kleiner Mensch. Oh, bitte. Und gleichfalls Dankeschön, Bär. Können wir jetzt endlich weg hier? Na los, gehen wir. Aber es ist trotzdem eure Schuld. Mein Liebling ist ja nur wegen euch weggelaufen. Wir bleiben nicht mehr lange hier. Nicht so drück mich, ich krieg keine Luft mehr. Oh, entschuldige, mein Kleiner. Und für euch gibt es keinen Platz hier. Mein Stamm braucht dringend Birken von hier. Danach werden wir sofort gehen. Also, du bist wirklich mutig, kleiner Mensch. Und daher gebe ich dir auch einen Tag. Solltet ihr aber bis zur Dunkelheit nicht verschwunden sein, dann lernt ihr mich aber kennen. Los, komm mit. Wiedersehen. Wir haben nur einen Tag? Reicht das denn, Yakari? Es muss reichen. Oh nein, es reicht nicht. Die Hälfte des Tages ist schon rum und müder Krieger hat erst eine Stange geschnitzt. Müder Krieger, wie viele Stangen brauchen wir eigentlich, um die Tipis aufzustellen? So ungefähr. 10 müssten reichen. Aber vorher muss ich ein Nickerchen machen. Ein Nickerchen? Nein, das geht nicht. Wir müssen noch heute Abend wieder ins Dorf zurückkehren. Yakari, du bist so schrecklich ungeduldig. Oh. Das schaffen wir ja nie. Ich habe versprochen, bis zur Dunkelheit weg zu sein. Yakari, ich wittere die Nähe eines Bären. Ganz ruhig, Knickohr. Brauchst du Hilfe, Yakari? Allerdings, die brauche ich. Du hast eben etwas sehr Richtiges gesagt. Denn ich kenne die besten Baumfäller, die man sich nur wünschen kann. Die Biber? Mhm. Du bleib schön bei Müder Krieger und du lauf zu deinem Vater. Er sorgt sich sonst. Ich beeile mich, Knickohr. Wenn Yakari nicht schnell wiederkommt, wird der Bär noch ganz furchtbar wütend. Und der hier wird nicht mal mehr aufwachen, bevor er merkt, was passiert. Er ist bald wieder hier, hat er doch gesagt. Da! Guten Tag, Knickohr. Wo ist Müder Krieger? Er hat sich wieder an die Arbeit gemacht, aber er ist erst bei der zweiten Birkenstange. Wie? Noch mehr Eindringlinge? Willst du mich etwa zum Narren halten, kleiner Mensch? Ich halte mein Wort. Wir sind bis heute Abend fertig. Allerdings solltest du auch dein Wort halten und uns in Ruhe arbeiten lassen. Er hat recht. Du hast es ihm versprochen. Ja, gut. Bis zur Dunkelheit und kein bisschen länger. Ein
einfach unmöglich, dieser Bär. Genug Zeit verloren. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns, Lindenbaum. Wir brauchen ein paar solcher Stangen von der gleichen Länge und aus dem gleichen Holz. Kein Problem, Yakari. Kein Problem. Yakari braucht uns. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen, Lindenbaum. Auf Wiedersehen, Freunde! Auf Wiedersehen, ihr beiden! Ich danke euch! So, Müderkrieger, wir können ins Dorf zurück. Oh! Die sind ja perfekt! Du lernst wirklich sehr schnell. Ich hab den kleinen Menschen wirklich gern. Er ist immer freundlich zu allen Tieren. Ja, er ist gar nicht übel. Ich kann ihn auch ganz gut leiden. Und er ist sehr mutig. Noch wichtiger ist allerdings, dass er Wort gehalten hat. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Ein echter Tippi-Baumeister. Das verdanke ich alles Müderkrieger. Er ist ruhig und sorgfältig, sodass man alles versteht, wenn man ihm zusieht. Mhm. Hm? Jetzt wissen wir, dass dein Tipi wirklich stabil ist, wenn es Fettauge aushält.